Marjeti Čapotrič. Marjeti Čapotrič ist eine slowenische Künstlerin, die hierzulande noch nicht so bekannt ist, aber auf dem internationalen Parkett ein großer Name, hat auch den Hugo Boss Preis schon bekommen, 2001. Und beschäftigt sich mit den ganzen Verbindungen zwischen, sag ich jetzt mal, der Ökonomie von Gesellschaften und der Kunst. In Zürich wird sie zusammen mit den Rotterdamer Architekten von Us eine sogenannte Public Art, Public Space Society gründen auf der Stadionbrache. Das ist ein Forum, eine Agora im weitesten Sinne, ein Forum, in dem verschiedenste Veranstaltungen zu Themen des öffentlichen Raums verhandelt werden. Da geht es wirklich um Grundsätzliches. Wir wissen ja, dass der öffentliche Raum hier, insbesondere in der Schweiz, ein immer rareres Gut wird. Wir erleben, wie das Land wächst, wie die Bevölkerung wächst, wie der Raum enger wird, wie die Begehrlichkeiten größer sind, wie die Kommunikationsdichte zunimmt, wie eben sehr vieles auf diesen öffentlichen Raum dann transportiert wird. Und um all diese Fragestellungen geht es da drin. Wie können wir als Gesellschaft diesen öffentlichen Raum versuchen, neu zu managen? Wie können wir irgendwie neue Umgangsformen miteinander kreieren? Wie schaffen wir es sozusagen, diese Kampfzone in Anführungs- und Schlusszeichen irgendwie so ein bisschen zu entspannen und auch wieder eine größere Gelassenheit zu bekommen darin, wie wir alle miteinander umgehen?